So, jetzt habe ich die eigentlich aufgebaut. Aber jetzt habe ich das so blöde Lautsprecherstecker dran. Wie mache ich das, dass jetzt die anderen wegfahren so viel ist? Ich habe da schon eine Idee. Grüß euch, Freunde der kleinen Bastelarbeiten. Ja, der Bastelrastel ist wieder zurück, meine Wenigkeit, der Bavarian Vinyl Nerd. Und heute machen wir ein paar Bastelarbeiten an meiner Stereoanlage, beziehungsweise an zwei Komponenten an meiner Stereoanlage, die ich noch nicht anschließen konnte, um es mal richtig gut durchzuchecken. Und zwar bauen wir heute uns Adapter für die zweipoligen Anschlüsse von meinen Grundig-Boxen, die da oben auf meinem Regal stehen, die man vielleicht im Hintergrund ein bisschen sieht. Und damit ich die hier an meinen Rankforce 8051 Verstärker anschließen kann, der hat nämlich hinten zwei Anschlüsse noch frei für ein zweites Lautsprecherpaar. Und da möchte ich die gerne jetzt betreiben damit. Ja, und dazu habe ich mir geholt beim großen A zwei solche zweipolige Lautsprecherkabelanschlussbuchsen, an die man ein normales zweiadriges Kabel, wie wir es hier haben, anschließen kann. Und da bauen wir uns quasi eine Verlängerung, dass ich hier hinten an den Verstärker die Lautsprecher anstöpseln kann. Und das machen wir jetzt zusammen. Ja, dann würde ich sagen, wir legen jetzt mal los. Also ich habe jetzt nochmal den Rankforce nochmal umgedreht, um euch zu zeigen, wo genau die Anschlüsse sind für das zweite Lautsprecherpaar. Diese Option haben eigentlich viele alte Verstärker und auch die neuen mittlerweile. Man kann hier zwei Lautsprecherpaare anschließen oder man kann sie kombinieren. Es ist folgendermaßen: Die Lautsprecher, die es zur damaligen Zeit gegeben hat, die hatten meistens einen Widerstand von 4 Ohm. Und diese kann man hier jetzt zum Beispiel anschließen an A und B, ein Lautsprecherpaar an A mit 4 Ohm und ein Lautsprecherpaar an B mit 4 Ohm. Man kann die Lautsprecherpaare aber auch kombinieren und hier so zusammenstöpseln, dass man Lautsprecher anschließen kann mit 8 Ohm Widerstand. Das machen wir aber jetzt nicht, weil die beiden Boxenpaare da oben, die Heco Primus, die ich in einem anderen Video schon mal hergerichtet habe, das verlinke ich euch oben, haben 4 Ohm Widerstand und genauso diese Super HiFi Box 550 von Grundig, die hat auch einen Widerstand von 4 Ohm. Das heißt, hier an diesem Anschluss sind bereits die Heco Primus angeschlossen und hier an dem bei Speaker B, also Lautsprecheranschluss B, werden wir jetzt kleine Adapter basteln, damit ich, wie schon gezeigt vorhin oder noch nicht so richtig gezeigt in der Nahaufnahme, damit ich diese zweipoligen Stecker hier an diesen Adapter anschließen kann. Zack, dann kommt ein Kabel dran, zweipoliges, und das zweipolige Kabel können wir hier dann wieder anschließen und somit kann ich diese Grundig-Boxen mit meinem Rankforce zusätzlich noch betreiben. So, geöffnet werden diese Stecker, die ich jetzt beim großen A, wie gesagt, bestellt habe. Verlinke ich euch unter dem Video in der Beschreibung, wo ihr die bestellen könnt, wenn ihr sowas braucht. Ich stecke den Originalstecker von den Boxen mal rein und dann kann man die nämlich wunderbar aufschrauben und
Das Tolle ist an den Adapter, die haben Schraubanschlüsse dran. Haben wir hier Plus und Minus, schön zum Anschließen. Und das werden wir jetzt zusammen machen. Da müssen wir allerdings vorher noch das Kabel vorbereiten. Weil das ist so eine ganz normale zweipolige oder zweiadrige Litze. Vorbereiten folgendermaßen. Erst einmal die alten Enden. Die zwicken wir jetzt erstmal ab. Dann isolieren wir ein Stück ab von den Kabeln. Ich mache das immer mit so einem Cuttermesser, da habe ich das meiste Gefühl. Ihr könnt natürlich auch so eine kleine Abisolierzange nehmen, die es im Elektrofachhandel gibt oder eben auch beim lieben großen A. Manche fragen schon, was ist das liebe große A? Das ist einfach Amazon. So, nachdem wir die Litzen jetzt freigelegt haben, drehen wir die kurz ein. So, normalerweise könnte man die jetzt dann schon an den Stecker hier dran montieren, an diese Schraubverbindungen. Das Problem ist nur, die kleinen Schräubchen, die da drin sind, die quetschen natürlich jetzt diese zusammengedrehten Adern. Quetschen die natürlich an einem Punkt sehr stark zusammen, das heißt, es können hier einzelne Litzen abbrechen. Deswegen verlöte ich das Ganze kurz und danach können wir dann weitermachen mit dem Anschließen an diesen Stecker. So, dazu habe ich natürlich mein tolles Tool hier. Mit dem Tool kann man nämlich die Litzen wunderbar festklemmen. Verlinke ich euch unter dem Video, wo ihr sowas kriegt, wenn ihr sowas brauchen könnt. So, Lötkolben ist soweit. Den habe ich vorher schon vorgeheizt. Habt ihr schon mal was vorbereitet. Und dann werden wir das Ganze jetzt noch verlöten. Wie ihr seht, mit dieser Halterung geht es da wunderbar. Ratzfatz, innerhalb von 10 Sekunden sind die Enden verlötet. Zumindest die zwei ersten Enden sind verlötet. So, und jetzt haben wir das Ganze hier schön verzinnt. Und jetzt können wir das Ganze hier in den Stecker reinklemmen und macht nicht den Fehler, so wie ich manchmal oder eigentlich fast immer, wenn ich solche Stecker montiere, macht es nicht den Fehler und baut es einfach zusammen und dann hinten nachher merkt so, ups, ich habe ja die Abdeckkappe vergessen. Also immer zuerst die Abdeckkappe da drüber und dann erst das Ganze festschrauben. Jetzt brauchen wir einen Schraubenzieher, einen kleinen Kreuz. Schauen wir mal, ob der passt. Ja, wunderbar. Und dann schauen wir, wie lange wir den Draht eigentlich da brauchen da drin. Da gehen wir nämlich bis zum Anschlag von der Isolierung. Gehen wir da rein. Sonst zwicken wir davon noch so einen Millimeter ab. Jetzt können wir dran gehen, dass wir das Kabel hier in diese Buchse reinschrauben oder festschrauben. Für alle, die noch solche Stecker zu Hause haben, die Belegung ist folgendermaßen. Wir haben hier zwei Pins. Und zwar einmal einen kleinen runden und einen breiten Pin. Und einen großen breiten Pin, so würde ich sagen, genau. Der kleine runde oder dieser Stift ist der Plus und dieser breite ist der Minus. Kann man sich ganz einfach merken, wenn man von oben drauf schaut, der breite sieht aus wie ein Minus, also ist das der Minus. Ganz easy eigentlich. Und hier haben wir das gleiche in dieser Buchse wieder drin. Haben wir das breite und für den schmalen Stift. Das breite ist also der Minus. Und auf der Kabelbelegung ist es folgendermaßen. Wir haben hier am Kabel, an gute Kabel ist es normalerweise immer gekennzeichnet. Der Plus sollte der rote sein und der Minus ist dieser nicht markierte. Das heißt, wir nehmen uns jetzt den Plus, also den rot markierten, und schrauben den
hier in diesen Pluskontakt, der hier ist. Rein damit und festgeschraubt. Nicht zu fest und nicht zu locker. Nur, dass man merkt, man hat den Widerstand von dem Draht. Und dann machen wir hier das Gleiche, nochmal ein bisschen kürzen. Und auch hier hinein damit. Immer schauen, dass zwischen den beiden Kabeln kein Kontakt ist. Deswegen schiebe ich die Drähte gerne bis zur Isolierung rein. Dann besteht auch nicht die Gefahr, dass ich später einen Kurzschluss fabriziere im Stecker. Ja, und das war es eigentlich schon. Dann schrauben wir den ganzen wieder zu. Dazu nehme ich mir dann den Stecker in die Buchse und dann drehen wir das Ganze noch fest. Und zack, ist der erste Adapter eigentlich fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch in der Länge kürzen. Wir gehen da ran. Die Kabel sind lang genug, das heißt, wir machen ungefähr so knappe 20 cm. Machen wir das Ding jetzt lang. Dann splitten wir die beiden Adern, dass wir es ein bisschen auseinanderziehen können, das Ganze. Dann isolieren wir das Ganze wieder ab. Einmal. Zweimal. Dann können wir es wieder zusammendrehen. Und da ja in diesen Verstärkern meistens Quetschklemmen sind, die man hier nur runterdrückt und dann seine Kabel hier hineinklemmen oder hineinquetschen kann, braucht man das ja nicht verlöten. Ja, und dann ist eigentlich ganz easy das Ganze. Klemme runterdrücken, Kabel rein, Klemme runterdrücken, Kabel rein und schon ist der erste Adapter fest und ich kann hier schon meinen Lautsprecher mit dem zweipoligen Anschluss anstöpseln. Fertig! Jetzt machen wir noch den zweiten. Oder ich mache noch den zweiten. Und dann sind wir schon durch mit unserem Mini-Bastelvideo. Jetzt sind wir fertig. Wie ihr seht, der zweite Adapter hängt jetzt auch dran. 1, 2. Und jetzt können wir auch den zweiten Lautsprecher hier anstöpseln. Und jetzt drehe ich das Ganze wieder um und dann machen wir noch einen Test. Stopp! Ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar, also, gehen wir einfach wieder. Ich habe mir für meine kleine, feine Werkstatt hier, habe ich mir noch was gemacht. Und zwar nochmal einen zweiten Adapter. Und zwar, wenn ich hier unten ohne euch, ja, es kommt auch mal vor, was rumbastelt, dann höre ich gerne Musik, ist ja klar. So, ich habe hier meine alte Stereoanlage stehen, beziehungsweise meinen Verstärker und meinen Equalizer, habe aber nicht immer einen Plattenspieler angeschlossen, weil mein kleiner Mini-Dual ist mittlerweile auch ausgewandert zum Kumpel, obwohl ich gesagt habe, ich will mir den behalten, aber er hat den so hübsch gefunden, den kleinen, jetzt habe ich gesagt, okay, dann behältst du ihn dir, aber wenn ich ihn wieder haben will, dann kriege ich ihn auch wieder zurück. Kleine Geschichte nebenbei, aber jetzt habe ich natürlich nichts, wo ich mir Musik anhören kann, habe ich mir gedacht. Jetzt ist es aber so, es gibt ja wunderbare Steckadapter für Cinch. Ich habe mir dieses Kabel rausgesucht aus meiner Kabelkiste und dann habe ich natürlich zufällig noch einen zweiten Adapter. Und zwar von Cinch auf Klinke. Und wie es der Zufall so will, haben unsere modernen Handys natürlich auch einen Klinkenanschluss. Und jetzt kann sich natürlich jeder denken, was ich dann gemacht habe. Ich habe mein Handy an den Verstärker hier angeschlossen. Und zwar folgendermaßen. Das ist eigentlich das Allereinfachste, was es gibt. Die allereinfachste Lösung. Ich bin hier auf den CD-Eingang
gegangen. Man kann auf den Videoeingang gehen, was immer. Der Sound bleibt immer der gleiche. Glaubt mir, ich habe es schon durchgetestet. Das Einzige, was ihr nicht machen dürft, geht nicht auf den Phono-Eingang, weil dann kriegt ihr ein Problem. Weil der Phono-Eingang natürlich das Signal nochmal verstärkt, das aus dem Handy rauskommt. Und dann geht euch dieser Phono-Vorverstärker im Verstärker nämlich flöten. Also einmal angesteckt an den, ja, jetzt an den CD-Eingang, diesen Adapter mit den Weibern, mit dem Weibchen dran. Dann unseren Adapter mit dem Klinkenanschluss, hier nochmal angestöpselt. Und schwuppdiwupp haben wir einen schönen Eingang für unser Handy. Und jetzt kann ich euch nämlich auch hier die Boxen demonstrieren, weil ich natürlich lizenzfreie Musik auf meinem Handy drauf habe für meine YouTube-Videos. Und jetzt können wir das Ganze dann auch mal wieder anhören als Test. Also, ich baue jetzt das ganze Zeug wieder so hin, wie es hingehört. Dann stöpselt mein Handy an und dann hören wir uns das Ganze mal wieder an. Hallo, ich bin's, der kleine, Nerd. Ja, ich muss jetzt die Kamera leider so positionieren, aber es macht ja nichts. Ihr seht mich ja trotzdem noch, auch wenn es nur zur Hälfte ist. Am wichtigsten sind die Teile, die da oben stehen. Und zwar eben diese Grundig Box 550, Professional steht drauf, 50 bis 35 Watt. Und eben daneben meine Heco Primus Boxen, die ebenfalls 50 Watt haben. Und die beiden Lautsprecherpaare, die werden wir jetzt mal im direkten Vergleich uns mal anhören, eben mit lizenzfreier Musik, Gott sei Dank. Ich habe das Ganze jetzt natürlich hier mit meinem Adapterkabel, das man jetzt natürlich hier auf dem Bild wieder nicht sieht, mit dem Adapterkabel jetzt hier an mein Handy angeschlossen, welches hier ist. Der Rankforce da hinten, der ist bereits aktiviert, ist eingeschaltet. Bass, Mitteltöne und die Höhen sind auf 0 ausgepegelt, also die Einstellung sollte eigentlich jetzt wunderbar sein, um es sich anzuhören. Ich hoffe, man hört es auf dem Mikrofon. Ich habe nämlich hier noch mein Ansteckmikrofon dran und das Mikrofon von der Kamera. Ich hoffe, man hört es einigermaßen raus. Und dann hören wir uns jetzt erst einmal ein Musikbeispiel auf den Heco Primus. Ich habe hier hinten umgeschaltet auf das Lautsprecherpaar A und das sind die Heco Primus und die hören wir uns jetzt an. Ich würde sagen, das war schon ganz in Ordnung, das Ganze. Schön, der Bass war schön da, die Mitten sind schön da und die Höhen hat man auch gehört. Jetzt schalten wir um auf die Grundig. Gehen wir hier nochmal ein Stück zurück und dann tun wir es nochmal das gleiche Lied und hören uns die Grundig Box 550 an. Mein lieber Herr Gesangsverein, ich hoffe, man hat es jetzt auf der Kamera gehört und auf meinem Ansteckmikro. Das ist ja jetzt quasi eine Offenbarung gewesen, gerade für mich. Ich habe zwar die Boxen schon mal getestet an der alten Grundig-Anlage, aber nur eben mit dem Radio, aber jetzt eben noch nicht über diesen HiFi-Verstärker da hinten, der ein bisschen mehr Watt rauslässt als nur die 50 Watt. Natürlich habe ich ihn ganz piano eingestellt, ganz sanft eingestellt, dass den Boxen ja nichts passiert. Aber das war jetzt schon ein gravierender Unterschied, muss ich sagen. Vor allem die Höhen, die waren ja
exzellent, um es mal so auszudrücken. Jetzt machen wir einen direkten Vergleich. Ich gehe da nochmal zurück. Ich schalte jetzt wieder um auf die Heco. Auf die Heco-Boxen. Und während das Lied läuft, switche ich dann immer um zwischen den Grundig und den Hecos. Also, wir legen wieder los. Einmal angefangen mit den Hecos. Jetzt machen wir die Grundig. Jetzt wieder die Hecos. Und noch wieder die Grundig. Mir langt's. Das ist ja der Wahnsinn, was die Dinger rausbringen. Also wie Sie seht, meine Lautsprecheradapter funktionieren. Ich konnte endlich meine Grundig 550er Boxen an so einen modernen Verstärker anschließen, der keine Lautsprecherbuchsen hat, so wie die alten Verstärker, so wie der Grundig zum Beispiel, den ich schon hergerichtet habe. Und jetzt kann man das wunderbar betreiben, das Ganze, zusammen mit den Heco Primus, die allerdings auf Deutsch gesagt ganz schön abkacken gegen den Sound von den Grundig-Boxen. Also es ist nicht umsonst, dass Grundig die auch noch in den 90er Jahren bei ihren Fine Arts Stereoanlagen mitverkauft haben, allerdings in einer anderen Optik. Jedoch ist die gleiche Elektronik in den Boxen verbaut. Wir sind durch mit unserem Video. Ich habe am Anfang zwar gesagt, es wird ein kurzes Video, jetzt ist es doch wieder ein bisschen länger geworden, weil ich doch zwei Sachen noch in dieses eine Video reingepackt habe, eben die Adapter und eben noch den Lautsprecher-Test. Und ich muss sagen, ich bin hochzufrieden. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich hoffe, man hat es gehört auf der Kamera, wie sich der Unterschied anhört zwischen den beiden Lautsprecherpaaren. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Wieder samstags 9 Uhr hier auf meinem Kanal, dem Kanal vom Bavarian Vinyl Nerd. Vergesst nicht, dass ein Abo da lasst. Und ich sage nur, bis bald, bleibt gesund und habt eine schöne Zeit. Für euch, Servus.